Zugegeben, der Wiederaufstieg von THQ lief etwas unter dem Radar. 2013 wurde der Publisher in seine Einzelteile zerschlagen. Lizenzen und Entwicklerstudios wurden verkauft und THQ, so dachte man, gehört der Vergangenheit an. Der Aufstieg von THQ gelang vor allem in den 90er Jahren durch viele Lizenzversoftungen. In den 2000er Jahren entwickelte man dann nach und nach immer mehr eigene Produkte. Außerdem wurde auch die Qualität der veröffentlichten Spiele immer besser. Vor allem die Produktionen wie Darksiders, Titan Quest, Juiced, Destroy All Humans und die Warhammer-Spiele wären hier zu nennen. Auch die Lizenzspiele, zum Beispiel rund um die Wrestling-Liga WWE, waren erfolgreich. THQ gab Jahr für Jahr immer mehr Geld aus für neue Spiele und verzettelte sich damit schlussendlich allerdings vollkommen. So kostete Darksiders 2 knapp über 50 Millionen Dollar in der Entwicklung. Geld, was das Spiel so nicht wieder einspielen konnte. Solche Fehlinvestitionen häuften sich und THQ geriet immer mehr in eine finanzielle Schieflage. 2013 war dann der Ofen aus und THQ war blank. Im Zuge eines Insolvenzverfahrens wurde THQ dann zerschlagen und von vielen interessierten Käufern in seinen Einzelteilen auseinandergerissen. Der Name THQ verschwand damit sehr zügig von der Bildfläche. 2016 gab es dann aber doch wieder ein Lebenszeichen. Der schwedische Publisher Nordic Games hatte die kompletten Rechte am Markennamen THQ erworben und benannte sich daraufhin in THQ Nordic um. Nach eigener Aussage wollte Nordic so seine Bekanntheit boosten. Auch wenn Nordic Games bereits viele Spiele veröffentlicht hatte, der Name THQ hatte einfach ein erheblich größeres Standing und war stärker in den Köpfen der Spieler verankert. Fairerweise muss man aber auch sagen, Nordic Games hat bereits im Jahr der THQ-Zerschlagung viele Namensrechte von THQ übernommen. Für knapp unter 5 Millionen US-Dollar konnte man die Rechte an 150 früheren THQ-Titeln erwerben. Neben einigen eher unbekannten Spielen konnte man sich so auch die Rechte an Darksiders, Red Faction und Titan Quest holen. Über die nächsten Jahre kaufte THQ Nordic immer wieder weitere Entwickler und Marken zu und entwickelte auch nach und nach mehr eigene Produkte. Zusätzlich veröffentlichte man viele alte THQ-Perlen neu auf Steam und Co. Mit den vielen Zukäufen konnte THQ Nordic nach und nach zu einem echten Schwergewicht der Branche heranwachsen. Für das Jahr 2018 sind derzeit 19 Spieleveröffentlichungen geplant, davon sind 15 aus dem eigenen Haus. Seiner alten Erfolgsformel bleibt THQ Nordic aber treu. Neben echten Neuentwicklungen wie Darksiders 3 für den PC, Xbox One und PS4 gibt es auch Re-Release alter bekannter Marken. So wird das eigentlich PC-exklusive Titan Quest dieses Jahr seinen Weg auf die Nintendo Switch, PS4 und Xbox One finden. Das alleine reicht aber den Verantwortlichen von THQ Nordic nicht und deswegen hat man am 14. Februar 2018 bekannt gegeben, das deutsche Unternehmen Koch Media GmbH zu 100% übernommen zu haben. Kostenpunkt: schlappe 121 Millionen Euro. Koch Media verfügt über 3 Geschäftsfelder, wovon vor allem 2 bestimmte THQ Nordic zum Kauf verleitet haben dürften. So ist Koch Media Vertriebspartner von unter anderem Sega und Koei Tecmo. Bedeutet, Koch Media hat die Spiele hierzulande in den Einzelhandel gebracht und verkauft. Mit der Entwicklung der Spiele hatte Koch Media aber nichts am Hut. Allerdings verfügte Koch Media auch über eigene Produkte, welche unter der Flagge von Deep Silver produziert wurden. Deep Silver geht mit dem Verkauf von Koch Media ebenfalls komplett an THQ Nordic. Bedeutet im Klartext: Saints Row, Dead Island, Risen, Homefront und die Metro-Lizenz, alles ab sofort bei THQ Nordic. Außerdem übernimmt man auch noch 3 Entwicklerstudios: die Saints Row-Entwickler von Volition aus den USA, den deutschen Galaxy on Fire-Entwickler Fish Labs und das Homefront-Team von Dam Buster Studios aus Großbritannien. Vorerst werden übrigens alle Zweigstellen und Mitarbeiter von Koch Media komplett übernommen. Bedeutet, THQ Nordic wächst binnen einer Unterschrift von 462 Mitarbeitern auf 1643 an. Außerdem werkelt THQ Nordic jetzt insgesamt an noch 33 unangekündigten Videospielprojekten. Übrigens hier noch ein kleiner Funfact: Als THQ zerschlagen wurde, hat Deep Silver die Markenrechte von Saints Row und Metro erworben. Mit dem Kauf von Koch Media sind diese nun auf Umweg zurück bei THQ Nordic gelandet. Die verlorenen Söhne sind also quasi zurückgekehrt. Mit dem Zukauf von Koch Media dürfte THQ Nordic nun endgültig im Kreis der ganz großen Videospielfirmen angekommen sein. Eigentlich recht lustig,
wenn man mal bedenkt, dass das alles irgendwie unter dem Radar passiert ist. Ich meine, Hand aufs Herz, wer von euch hat an THQ Nordic gedacht, wenn man über die zukünftig großen Videospielfirmen gesprochen hat?